Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Gäste, ich bin über Ihr Durchhaltevermögen wirklich sehr beeindruckt. Wir haben viele, viele spannende Diskussionen hinter uns, viele verschiedene Panels hier, Podien. Ich habe jetzt das Vergnügen, das Schlusspodium hier zu moderieren, freue mich auch darauf. Und ich hoffe, dass dieses Schlusspanel eben auch noch mal hilft, das ein oder andere zusammenzufassen. Für die beiden, die jetzt heute nicht haben teilnehmen können, Stefan Meyer und Georg Schmidt, vielleicht ganz kurz. Ich denke, wir haben hier es wirklich vermocht, erstens die Informationen zu liefern, welche verschiedene Pläne für Afrika auf dem Weg sind. Wir haben meistens über diejenigen der Bundesregierung geredet, noch zu wenig über die der EU, noch zu wenig über die Japans, Chinas, Indiens. Sie sind ja alle auf dem Weg nach Afrika oder schon längst da. Wir haben sehr intensiv ins Zentrum der ganzen Tagung gestellt, welche Infrastruktur, welche Investitionen braucht Afrika denn überhaupt? Wir haben sehr kritisch uns auseinandergesetzt mit den großen Infrastrukturprojekten, die vor allem über die multilateralen Banken in der Pipeline sind. Und wir haben, glaube ich, gerade auch noch mal mit dem letzten Panel sehr eindrucksvoll die verschiedenen Perspektiven aus verschiedenen afrikanischen Ländern kennengelernt, nämlich welche Investitionen bräuchte Afrika wirklich. Und gerade beim letzten Panel war erstaunlich wenig von Plänen von außen die Rede, sondern es gibt sehr, sehr viele sehr gute Ideen dazu, wie eigentlich Investitionen aussehen müssten. Das vielleicht nochmal auch für Sie so als Kontext. Die starke Botschaft, auch das nochmal für den Kontext vor allem des letzten Panels war, ja, das ist auch nie irgendwo hier bezweifelt worden. Afrika braucht definitiv Infrastruktur, das zieht niemand in Zweifel. Deswegen vor allem die große Frage, welche, wie werden die Mittel dafür mobilisiert? Und vor allem beim letzten war durch die Länderbeispiele durchweg die starke Botschaft, wir brauchen Investitionen eher für kleinere und mittlere Unternehmen. Wir brauchen vor allem auch Infrastruktur, die Arbeitsplätze schafft. Das erwarten wir nicht über große Infrastrukturprojekte, sondern eben kleine. Und sehr eindrücklich auch von allen dreien war, dass vor allem es notwendig ist, Infrastruktur für die ländliche Bevölkerung zu bauen, die eben Vermarktung braucht, die Zugang zu Märkten braucht und so weiter. Das war die starke Botschaft. Ich denke, wir werden hier auf jeden Fall zu diesen Themen auch wieder kommen. Ich möchte auf jeden Fall nochmal versprechen, was ich in meiner Eröffnungsrede gestern Abend gesagt habe. Uns geht es um den kritischen Blick auf die diversen Pläne, auf den Marshallplan, auf den Compact with Africa, auf die Initiative Pro Afrika des Bundesministeriums. Wir werden diesen Faden also auch nochmal aufnehmen. Ich möchte Ihnen jetzt kurz die Gäste vorstellen, aber wirklich nur sehr kurz, weil wir möglichst viel Zeit für die Diskussion haben wollen. Es gibt eine Änderung im Programm. Hier links außen von mir, rechts von Ihnen, sitzt erneut Uwe Kekeritz auf dem Podium. Er ist entwicklungspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen und er ist kurzfristig eingesprungen für Fritjof Schmidt, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen ist. Fritjof Schmidt kann leider nicht hier sein, weil ausgerechnet jetzt und parallel der Antrag der Grünen zu G20 im Bundestag plenar diskutiert wird. Danke dir, lieber Uwe, dass du ein zweites Mal zur Verfügung stehst und so kurzfristig eingesprungen bist. Dann möchte ich zu meiner Rechten ganz herzlich begrüßen Georg Schmidt. Er ist Subsahara-Afrika-Beauftragter des Auswärtigen Amtes. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Auf Ihre Sicht der Dinge aus dem Auswärtigen Amt bin ich ganz besonders gespannt. Schön, dass Sie da sind.
Ja, und dann möchte ich herzlich begrüßen Stefan Meyer. Er ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat unter anderem den Hut auf im Rahmen der B20, der Business 20, die Business Community sozusagen mit zu organisieren aus allen 19 Ländern, die Mitglied bei der G20 sind. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auch an dich. Nicht angekündigt ist Elisabeth Sidiropoulos, unser Überraschungsgast, weil wir fanden ja doch, naja, jetzt machen wir wieder genau das. Es sitzen nur europäische Weißnasen hier oben. Sie sind auch eine weiße Südafrikanerin, das ist richtig, aber sie vertreten, sie leiten das South African Institute of International Affairs in Johannesburg. Sie sind sehr, sehr vertraut auch mit dem ganzen G20-Prozess. Sie begleiten ihn intensiv, weil Südafrika ja als einziges Land in der G20 ist. Herzlich willkommen, Elisabeth. Wonderful that you are joining us this late afternoon. Und ich verspreche Ihnen, wir werden Zeit lassen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie wieder als Publikum hier einbezogen werden, weil mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir fortsetzen, dass vor allem unsere afrikanischen Gäste aus Senegal, aus Kamerun, aus Südafrika und aus Nigeria hier nochmal auch ihrerseits an die Vertreterinnen und Vertreter hier auf dem Podium ihre Fragen oder auch ihre Kommentare richten können. Meine Eingangsfrage geht an alle und ich habe auch alle gebeten, kurz zu sein. Ich möchte nochmal sehr, sehr gerne von allen wissen, wie Sie vor dem Hintergrund dieses Afrika-Jahres die Initiativen der Bundesregierung bewerten und welche Chancen Sie in diesen Compacts und Marshall-Plans eigentlich sehen. Und ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Herr Schmidt. Ja, vielen Dank. Mich als Vertreter der Bundesregierung zu fragen, wie ich die Initiativen der Bundesregierung bewerte, ist ein schöner Einstieg. Ich gehe aber noch mal 3 Jahre zurück. Vor 3 Jahren gab es afrikapolitische Leitlinien der Bundesregierung, die durch das Kabinett verabschiedet wurden. Also hier haben wir ein Dokument, das wirklich auch Ressort abgestimmt ist. Und es ist zwar lange, mein britischer Kollege sagte mir einmal scherzhaft, you have more goals in your Afrika politische Leitlinien than you scored against Brazil. aber... Ja, na, wir haben 16 Punkte da drin. Aber es lohnt sich, das Dokument auch in dieser kurzlebigen Zeit sich immer wieder mal anzuschauen, denn da steht sehr vieles von dem drin, nicht ganz so lang und vielleicht auch nicht ganz so blumig oder auch von der Presse nicht ganz so aufgenommen, was wir heute dann von anderen aufgegriffen sehen. Also von dem her, als jemand, der sich auch schon eine ganze Weile mit Afrikapolitik bei uns beschäftigt, da gibt es andere, die das noch länger tun, bin ich eigentlich froh, dass endlich auch andere Ressorts sich sehr viel intensiver mit Afrika beschäftigen, als das vorher der Fall war. Denn vorher war Afrikapolitik für das AA immer, gehört immer zu unserem Tagesgeschäft und das BMZ hat sich damit beschäftigt. Aber wenn ich mir anschaue, darüber hinaus, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, Forschungsministerium, war sehr wenig. Und wenn jetzt eben andere Ministerien auch sagen, ja, wir greifen den Ball auf, und das ja nicht erst in diesem Jahr, sondern wir hatten vor 2 Jahren das erste Mal ein Afrika-Konzept des Forschungsministeriums, dass sie sich sagen, was wollen wir eigentlich in dem Kontinent erreichen? Wo sind unsere Interessen? Was sind unsere Ziele? Was sind die Ziele unserer Partner? Und auch da gab es schon Diskussionen, ja, ist es nicht alles nebeneinander? Das ist für mich die Realität. In Asien, in Indien haben wir auch alle Ressorts, die unterwegs sind. In China ist das genauso. Ich freue mich, dass andere auch unterwegs sind. Das als allgemeine Vorbemerkung. Jetzt zu einigen Spezifika. Sozusagen Ihr Erfolgsindikator, die Leitlinien sind von anderen aufgegriffen worden. Ich freue mich drüber, ja. Ja. Von dem her, wenn ich mir anschaue, jetzt, dass das Finanzministerium sich strukturiert einmal anschaut, warum ist eigentlich so viel Kapital unterwegs und relativ wenig davon geht nach Subsahara-Afrika, dann
kann das erstmal nur einen ganz neuen und frischen Blick eben drauf geben. Und das ist manchmal auch sehr technisch. Ich weiß nicht, wie weit Herr Schuknecht drauf eingegangen ist, aber manchmal sind es gar nicht so sehr auch große Geldsummen, die man bewegen muss, sondern eher, dass man an den Rahmenbedingungen etwas ändern muss oder auch an den Rahmen in den Ländern, aber auch bei uns. Und das sind ja die zwei Fragen, die letztlich die Compact sich stellen. Was muss an Reformen dort passieren und was muss an Reformen bei uns passieren? Und das auch noch in den G20-Kontext zu stellen, ist schon eine Leistung, denn stellen Sie sich vor, ein Land wie Mexiko oder Argentinien, die haben momentan ganz andere Sorgen als Afrika. Das bietet die Chance, eben auch etwas über andere Themen zu sprechen. Das ganze Thema, wie viel Kapital denn aus Afrika herausgeht. G20 sind eine Finanzinstitution, dass man sich das auch anschaut. Und das kann man nur im größeren Kontext angehen, dass man das strukturell macht. Wie weit es erfolgreich sein wird, warten wir mal ab, was draus wird. Also es ist eine neue Initiative. Man kann überlegen, was ist aus NEPAD damals geworden. Ich selber glaube nicht dran, dass wir mit einem Zauberstab plötzlich alles verändern werden. Da wird es Rückschläge geben. Wir müssen gucken, das hatten Sie auch schon angesprochen, was auf der europäischen Ebene geht, was weitergeht. Aber das ist für mich ein positiver Schritt. Wenn ich mir andere anschaue, jetzt auch pro Afrika des BMW, da ist ja auch sehr vieles von dem wieder aufgenommen, einfach eine stärkere, dass man das ernster nimmt, wenn wir Außenwirtschaftsförderung anders machen wollen, wenn Sie sich das Konzept genauer anschauen. Da ist da vieles drin, was auch übrigens auch schon in Leitlinien drin steht und vieles, was auch in den Ideen von Minister Müller drin steht, die ja auch, wenn man sie sich genauer anschaut, interessant sind. Da steht ganz viel drin zu Konditionalität. Das wollen die afrikanischen Partner manchmal gar nicht so gerne hören. Da steht auch vieles drin zu einer Öffnung zur Wirtschaft. Und im Prinzip ist es auch letztlich eine Aussage, dass man sagt, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit sind wichtig, aber sie alleine werden es nicht schaffen, irgendwo über bestimmte Niveaus herauszukommen. Und wenn ich das nehme, jetzt mit, um es kurz zu machen, dann ist da, steckt da eine Menge Potenzial drin und ich fühle mich ermutigt, dass wir das erste Mal auch einen German Africa Business Summit in Nairobi hatten, organisiert von der Wirtschaft, unterstützt von den Ressorts, dass einfach viele genauer hinschauen und Afrika diversifizierter sehen. Ja, erstmal herzlichen Dank. Ich sagte eine Frage für alle, deswegen auch kurz, Stefan Meyer. Ja, wie blickt der BDI auf diese schönen Pläne? Um aus Sicht des BDI mit dem Positiven anzufangen, glaube ich, alle drei Pläne haben gemeinsam, dass sie den Fokus richten auf Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und sozusagen die Privatwirtschaft in den Mittelpunkt von Entwicklung stellen. Das ist natürlich aus unserer Sicht zu begrüßen. Ansonsten sind aber die drei Pläne auf einem sehr unterschiedlichen Abstraktionsniveau. Ich muss sagen, ich bin selbst am kritischsten in Bezug auf den Marshallplan, weil ich glaube, dass Afrika nicht nochmal einen neu groß angelegten Entwicklungsplan braucht. Du hast NEPAD erwähnt, ich habe mich daran ein oder zwei Jahre abgearbeitet, als ich noch was anderes gemacht habe als BDI. Und die Ergebnisse sind doch sehr dürftig. Afrika, glaube ich, braucht eben keine überambitionierten Entwicklungspläne, die vielleicht auch noch falsche Erwartungen wecken, sondern funktionierende Institutionen, die das umsetzen. Ja, funktionierende Finanzämter, funktionierende Autoritäten zur Erteilung von Lizenzen, Hafenautoritäten, all das. Das ist notwendig und, glaube ich, darauf sollten wir unseren Blick richten. Also ich finde, der Marshallplan operiert auf einer Makroebene, die für mich nicht besonders notwendig ist. Initiative pro Afrika ist auf der Mikroebene, das ist okay, da werden die ein oder anderen Arzt- und Wirtschaftsförderungsinstrumente diskutiert, vielleicht auch etwas verbessert, finde ich, damit kann ich gut leben. Interessanteste ist tatsächlich für mich Compact with Africa, weil er, glaube ich, meiner Meinung nach die richtige Ebene adressiert, nämlich eine mittlere, wo es um makroökonomische Stabilität geht, wo es um den Rahmenbedingungen für Unternehmen geht, für Business, um den finanziellen Rahmenbedingungen. Auch deswegen interessant, weil er auf einer Studie basiert, die von multilateralen Institutionen verfasst wurde, nämlich von der African Development Bank, von IMF und von World Bank. Also weniger sozusagen unter dem Hauch, da ist jetzt ein G20-Land und das legt den großen Plan für Afrika vor, sondern hat eine andere Genese. Und insofern würden wir von Seiten des BDs sehr stark auf den Compact with Africa achten. Wir werden uns auch im Rahmen der anstehenden Konferenz engagieren und mit Sicherheit an diesem Plan dranbleiben. Das sind einige Sachen drin, die sehr vernünftig sind. Die Finanztransfers aus Afrika heraus, glaube ich, werden zu Recht problematisiert. Auch die Frage der Schaffung von Steuereinnahmen werden hier da sehr stark hervorgehoben. Also das ist für mich eigentlich auf den ersten Blick der Plan,
der am interessantesten ist. Man muss sehen, wie stark das Commitment anderer G20-Länder tatsächlich ist und wie stark auch das Commitment der Partnerländer aus Afrika heraus ist an diesem Plan. Wir hören da so den einen oder anderen Hinweis, naja, wir nutzen den, um sozusagen das eigentlich zu machen, was wir sowieso schon machen und haben vielleicht dann die Möglichkeit, zusätzliche Mittel zu akquirieren. Aber für mich, wie gesagt, der interessanteste Startpunkt. Ja, herzlichen Dank, Uwe. Stefan Meyer hat jetzt ja schon mal gut differenziert, was seine Einschätzung angeht, der diversen Pläne. Der Differenzierung folgend, ja, alle Handys weg, sonst haben wir hier Rückwirkungen. Bitte nochmal aus deiner Perspektive, vielleicht auch entlang der verschiedenen Pläne, was ist kritikwürdig auch aus der Sicht von Bündnis 90 Die Grünen? Ja, danke schön. Sagen, dass etwas Positives doch an allen drei Plänen ist. Wir diskutieren in der Öffentlichkeit über diese Pläne. Und das ist ja die erste Voraussetzung, um sich auch mal mit solchen Plänen auseinanderzusetzen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Afrika verdammt viel braucht. Viel braucht. Aber es braucht keine neuen Pläne. Pläne werden seit 60 Jahren entwickelt. Die Pläne liegen vor. Und wenn Sie sich die Pläne heute anschauen, gerade den Marshallplan, den Sie zu Recht gewürdigt haben, frage ich mich natürlich, was steht denn Neues in diesem Marshallplan? Und Sie werden nicht eine einzige Passage finden, die wirklich neu ist. Also, es gibt Pläne, auch afrikanische Pläne. Das Problem ist die Implementierung der Pläne. Und wenn ich ein Implementierungsproblem habe, kann ich dieses Problem nicht dadurch lösen, indem ich einen neuen Plan auflege. Also ich glaube, das ist eine grundsätzliche Schwäche. Man geht eigentlich von der Politik, von der internationalen Politik und von der deutschen Politik eigentlich von der Problemanalyse weg. Man weigert sich, diese durchzuführen. Und was macht man? Man macht medienrelevante Pläne, Marshallplan. Können Sie sich einen gigantischeren Begriff überhaupt vorstellen? Also in der Volkswirtschaft ist Marshallplan wirklich das größte und dominierendste, was es je gab. Und dass er inhaltlich für diesen Zusammenhang ohnehin falsch ist, das hat aber überhaupt nicht gefruchtet oder auch hat es niemand gehindert, ihn zu kritisieren. Jetzt hat Herr Schmidt natürlich schon etwas genüsslich die Afrika-Strategie der Bundes... I hear the translation of your headset. Nimm's mit. Ich brauche kein Handy mehr. Gut. Also ich war gerade beim Herrn Schmidt, der doch etwas genüsslich die Afrika-Strategie des Außenministeriums zitiert hat. Und da kommen wir auf ein ganz grundsätzliches Problem. Herr Müller ist nämlich kurz davor auch mit einem Afrika-Papier auf den Markt gekommen und hat den öffentlich gemacht, seine Afrika-Strategie, und hat das nicht abgesprochen. Und das ist ein Problem, das wir einfach im Entwicklungsministerium schon lange haben. Die Entwicklungsminister, und es war noch nie so dominant wie bei diesen, er kommuniziert nicht im Kabinett. Ja? Und da frage ich mich natürlich schon, wie soll Entwicklungspolitik kohärent durchgeführt werden, wenn die Ministerien nicht mal untereinander reden. Also das ist etwas, was ich absolut nicht akzeptieren kann. Ich sehe es auch etwas kritisch, Herr Schmidt, wenn Sie sagen, na, jetzt macht das Forschungsministerium, das Umweltministerium ist schon immer dabei in der Entwicklungspolitik, aber jetzt machst du ein bisschen mehr. Und auch das Landwirtschaftsministerium kommt, ich weiß nicht, wer noch alles kommt, und jeder ist, und das Finanzministerium, und jeder ist aktiv. Ich stelle die Frage, inwieweit ist das kohärent miteinander abgestimmt? Und da kann ich Ihnen sagen, das ist nicht der Fall. Also, wir machen hier etwas, was wir schon seit 30 Jahren machen. Wir kritisieren immer die Effizienz und die Wirksamkeit der Entwicklungspolitik. Und wir wissen, ein Grund dafür ist, dass es die Kohärenz innerhalb unserer eigenen Ministerien nicht gibt. Der zweite Schritt wäre natürlich auch die Frage, inwieweit ist es kohärent auf europäischer Ebene abgestimmt. Und das dritte ist, wie ist es denn mit unseren Partnern überhaupt abgestimmt? Also weder Marshallplan noch bei der Konzeptionierung der Compacts wurden die afrikanischen Länder wirklich einbezogen. Man hatte jetzt einen festen Plan und sagt, also liebe Leute aus Afrika, hört gut zu, wir haben hier einen Compact und wenn ihr wollt, könnt ihr euch daran beteiligen. Also das ist eigentlich nicht das, was ich mir darunter vorstelle.
Ja, zum Thema Pro-Afrika will ich eigentlich nichts sagen. Das ist auch etwas, wo man ganz kurz nur, Afrika braucht vieles, aber keine Subventionierung der deutschen Exporte und der deutschen Industrie, in welcher Form auch immer wieder. Das ist nicht notwendig, glaube ich. Und ich verstehe auch dieses ganze Konzept eigentlich nicht. Fehlerhaft an diesen Plänen ist auch, dass hier nicht die LDCs, also die ärmsten Länder, berücksichtigt werden, sondern dass es hier ja schon wohl auch um Länder geht, wo es einen Markt gibt. Das sind die Middle-Income-Countries, selbstverständlich. Wenn Sie als Unternehmer irgendwo investieren, dann wollen Sie Profit haben. Das ist legitim, das ist korrekt. Aber ist es die Aufgabe von Entwicklungspolitik, diese Entwicklung zu verstärken? Ich bin der Meinung, wir müssen uns auch ganz stark um die Schwächsten auf diesem Kontinent kümmern. Ja, was gibt es vielleicht noch zu sagen? Ja, habe ich gehört, es ist gesagt worden, wenn wir investieren, dann müssen wir das nach bestimmten Kriterien, ökologischen, sozialen, auch klimatischen Kriterien machen. Im Prinzip müssen wir die ganzen Investitionen, die da geplant sind, an den SDGs und an der Pariser Klimakonferenz, aber auch an den Ergebnissen der Addis-Konferenz ausrichten. Und da fehlt mir in allen dreien, die jetzt da genannt wird, irgendwie auch nur ein konkreter Bezug. Herr Schuknecht hat vor 2 Stunden davon gesprochen, ja, natürlich ist der Kompakt an den SDGs ausgerichtet, weil er schafft Arbeitsplätze, er schafft Infrastruktur, und er schafft auch auf Dauer Arbeitsplätze, und die Dauer der Arbeitsplätze und der Infrastruktur, das ist die Nachhaltigkeit. Also wenn man so argumentiert, muss man sagen, eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema SDGs kann da nicht verbunden sein. Also das fehlt definitiv. Es geht wirklich auch um Ökologische, um Soziale, es geht um die Frage, wie durch Investitionen das Gemeinwohl gefördert wird und so weiter und so fort. Ja, danke. Wir kommen sicherlich noch auf einzelne Details. Jetzt auch an Elisabeth nochmal komprimiert. Was ist aus Ihrer Perspektive kritikwürdig an den Plänen oder was positiv? Thank you. Vielen Dank. Einige der Punkte, die schon angesprochen sind, zeigen auch das, was der Kontinent denkt, sowohl im Hinblick auf die positiven als auch die kritischen Aspekte. Es ist wichtig festzustellen, dass auf vielen Ebenen es darum geht, die afrikanischen Länder einzubeziehen, auch aus Business-Perspektive. Wir wissen, dass Handel viel besser ist als Hilfsleistung, dass es hilft, die produktive Wirtschaften zu schaffen, dass die Steuerbasis weitaus besser ist, als dass man sich auf Hilfe konzentriert, und es gibt diese Differenz zwischen den LDCs und den Unternehmen, Ländern mit mittleren Einkommens. In gewisser Hinsicht werden gewisse Kästchen abgehandelt. Der Marshall Plan spricht über Nachhaltigkeit, Investitionen. Er spricht auch über gute Regierungsführung und Menschenrechte. Das bringt uns zurück zu den ersten NEPA-Diskussionen. Als Stefan und ich erinnern uns da sehr gut. Das sind wichtige Dimensionen. Und die afrikanischen Länder selber übernommen haben. Wenn ich ein Konzept machen würde, wird 6CC, Consultation, Coordination und Konditionalität. Das heißt, der erste Punkt bezieht sich auf einige der Debatten, die wir in Johannesburg hatten. Das erste T20 Afrika, da war es ganz klar, dass die Konsultationen vor dem
Marshallplan in Deutschland geführt wurden, aber nicht in Afrika. Also bevor es verkündet wurde, gab es kaum Konsultationen, nicht nur Konsultationen mit Afrika, sondern auch Konsultationen zwischen den Ministerien. Das bringt uns zum Punkt der Koordinierung. Im Februar war mir das gar nicht so richtig klar. Marshallplan, der Kompakt. Jetzt weiß ich das, aber das war auch ein wichtiger Punkt damals. Und der dritte Punkt ist die Konditionalität. Und hier möchte ich mich auf den Marshallplan und den Compact konzentrieren. Das erinnert uns so ein bisschen, wenn ihr das macht, machen wir das. Viele afrikanischen Länder haben viel solche Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Und es gibt jetzt wirklich den echten Wunsch in verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft, aber auch in der Regierung, wirklich etwas für eine gute Regierungsführung zu tun. Und wir wissen, dass das nachhaltig sein kann, nur wenn es von innen herauskommt. Externes Engagement hat viel getan, um die Zivilgesellschaft zu stärken. Aber wir gehen nicht immer auf die politökonomischen Aspekte ein. Agenda 2063 jetzt. Da geht es um den Plan der African Union, der 2013 angenommen wurde für eine Periode von 50 Jahren. Wahrscheinlich wird es mich nicht mehr geben, wenn der Termin herankommt. Aber wir haben das in 10 Jahresperioden unterteilt. Es geht um viele Aspekte, inklusives Wachstum, nachhaltige Entwicklung, Frieden auf dem Kontinent. Und da hat sich die AU das Ziel 2020 gestellt, was sehr ambitioniert ist. Gute Regierungsführung, Demokratie und der siebte Punkt, die Schaffung einer Plattform für die afrikanische Stimme auf der internationalen Ebene. Das heißt, da geht es darum, dass die afrikanische Stimme gehört wird und es nicht nur eine Nebenerscheinung ist. Und das hat Beziehungen zu einigen Aspekten im Marshallplan. Das ist der Plan, der angenommen worden ist und den wir jetzt versuchen umzusetzen. Wenn wir jetzt über das Engagement mit externen Partnern sprechen, geht es dann nicht um Marshallpläne, sondern dass man sagt, ja, ihr habt hier diesen Schwerpunkt, zum Beispiel gutes Umfeld für ausländische Direktinvestitionen und dass wir dann etwas in dem Zusammenhang tun. Vielen Dank für diesen umfangreiche Sichtweise. Zustande kommen dieser Pläne. Ich habe gerade auch vom letzten Panel noch mal stark mitgenommen, hört auf mit euren paternalistischen Zugängen auf Richtung Afrika. Das ist vorbei, diese Zeit. Hört auf. Und hört uns zu, was wir eigentlich zu sagen haben und was wir wünschen und was unsere Thinktanks oder Zivilgesellschaft, auch die politischen Eliten zu bieten und zu sagen haben. Und deswegen jetzt hier nochmal eine Doppelfrage an Sie, Herr Schmidt. Die eine geht nochmal dahin, warum war der Ausgangspunkt denn nicht die AU 2063? Grundlage für die Verhandlungen. Wie kommt es immer wieder, dass einsam und allein jedes deutsche Ministerium für sich diese Pläne erfindet?
Ist es Geltungsbedürfnis? Ist es schöne Namen finden für große Pläne? Das ist die eine Frage. Ich weiß, dass Sie hier vielleicht Diplomat auch sind, aber es wäre schön, wenn Sie das auch noch mal so ein bisschen schildern würden. Die zweite Frage, die schließt sich an auch an das, was Elisabeth gesagt hat nochmal und was wir auch von Herrn Schuknecht gehört haben heute Morgen. Zentral ist die massive Fragmentierung der unterschiedlichen Pläne, mit denen Afrika zu tun hat, nicht nur aus Deutschland und Europa, wie man diese Fragmentierung eigentlich überwinden kann. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, wie sind Sie auch vom Auswärtigen Amt in die Koordination nicht nur der deutschen Ministerien, sondern auch mit der EU und mit anderen Ländern in der G20 eigentlich unterwegs? Viel Stoff, ich weiß, aber vielleicht ja. Machbar. Also ein paar Gegensätze kann ich nicht auflösen. Wenn Sie sich das Dokument anschauen aus dem BMZ, da steht drin Marshallplan und gleichzeitig steht drin, es ist ein Denkanstoß. Und diesen Widerspruch kann ich Ihnen nicht auflösen. Das würde ich Ihnen raten, andere zu fragen. Und das ist ja auch schon gestellt worden als Frage. Dass es in Afrika unterschiedliche Assoziationen geweckt haben, bis hin zu, jetzt kommen die Deutschen und bauen bei uns alles auf und jetzt ergießt sich wieder das Füllhorn, ist auch eine Frage. Aber eines muss man lassen, der Begriff ist so besetzt, dass wir immer noch weiter darüber sprechen. Es gab in den letzten 3 Jahren mehrere neue Konzepte zur Neuformierung. Also zumindest in Deutschland hat es das in der Diskussion weiter geschafft und auch nach Afrika herein. Der Präsident der AU-Kommission, Faki, hat es erwähnt in Straßburg, interessanterweise als Marshallplan für Afrika, wobei der Minister Müller ja immer betont, dass es ein Marshallplan mit Afrika ist. Das führt mich zur zweiten Frage, die Sie gestellt haben, Agenda 2063. Das Dokument bezieht ganz oft sich auf die Agenda 2063 und zitiert auch die Ziele. Die Agenda 2063 ist interessant. Sie ist weit genug weg, dass sie wahrscheinlich keinen von uns hier so berühren wird. Also man kann das schön verkünden, dass es soweit ist. Und vor allen Dingen in der Agenda 2063 lese ich nichts, wie man dorthin kommt. Also das Paradies ist in jetzt einer ganzen Weile von Jahren, aber das Paradies zu erreichen, erfordert ja eine ganze Menge von schwierigen Politikfeldern und Abwägungen. Das ist da nicht drin. Also ich persönlich zögere immer. Es ist zwar schön, auf die Agenda 2063 zu beziehen, aber in meinen Gesprächen höre ich sehr oft ganz andere Aussagen zu der Agenda 2063. Das kommt zum nächsten Punkt. Mit Afrika sprechen. Ich weiß, ich bin Subsahara-Afrika-Beauftragter, aber manchmal ist es schon ermüdend, auch bei den Strategiediskussionen immer wieder das zu machen, was eigentlich nicht möglich ist. Ich meine, Südafrika ist völlig anders als Kap Verde. Wie kann ich Marokko und Madagaskar vergleichen? Bloß weil das alles auf einem Kontinent liegt. Also es gibt Gemeinsamkeiten, aber ich finde es oft ermüdend und ich finde es viel interessanter, in einzelne Länderdiskussionen zu gehen. Und was passiert in Kamerun? Was passiert hier? Was passiert da? Von daher, dann hatten Sie auch noch die Frage gestellt der Koordinierung und Absprachen. Wir haben bei uns das Ressortprinzip. Die Ressorts haben eine hohe Eigenständigkeit. Gleichzeitig treffen wir uns, versuchen immer wieder das abzustimmen, dass man sagt, ungefähr, gerade wenn es Zielkonflikte gibt, und dann wird es ja erst interessant. Also wie geht man zum Beispiel mit Ländern um, die zum Beispiel in den Entwicklungsindikatoren etwas erreichen, aber bei denen es bei Demokratie und Menschenrechten hapert. Da wird es dann kompliziert. Für mich ist nochmal das Interessante eben nochmal an diesen ganzen Diskussionen jetzt, dass wir auch in einem viel stärkeren Maß über Oda hinausdenken. Und dass man einen Diskurs etwas verlässt, zu sagen, das sind gewaltige Kräfte der Globalisierung und auf dem afrikanischen Kontinent sind alle hilflos dem ausgeliefert, sondern das aufgreift, dass ja viele auch sagen, nein, wir wollen das anders, wir wollen eine andere Diskussion, wir wollen einfach uns verändern und wir sehen auch, was teilweise eben durch Entwicklungszusammenarbeit für Mentalitätsänderungen eintreten
Und ich glaube, alle unsere schönen Konzepte, und ich bin kein großer Planer, ich finde sehr interessant, was man sieht, was von unten rauskommt. Gestern hat James Shekwati auf einer Diskussion gesagt, das ist etwas, was wir auch bei Bundespräsident Köhler mal verwendet haben, wenn es ein MDG für Mobiltelefone gegeben hätte, hätten wir es mehr als erfüllt, weil die Kräfte eben da waren und sie es wollten. Wir konzentrieren uns ganz oft mit unseren fertigen Konzepten auf das, was aus unserer Sicht nicht funktioniert, anstatt zu sehen, was funktioniert denn? Und da einfach zu sagen, auch früh das mit reinzunehmen. Der dritte Punkt von mir ist, und das ist auch eine Kernaufgabe des Auswärtigen Amtes, der ganze Punkt Frieden und Sicherheit. Wir können über Entwicklungszusammenarbeit ganz viel sagen. Wenn die Menschen Angst haben, dass sie wegen Krieg von ihren Feldern wegrennen, helfen auch die schönsten Straßen nichts. Oder auf Minen treten oder sonst etwas. Das heißt, und das steht ja auch irgendwo halb verschämt in Dokumenten, leave no one behind. Aber was heißt das? Und da sich auch weiter zu engagieren für eben die Zusammenarbeit mit Frieden und Sicherheit, halte ich persönlich für ganz essentiell. Und zwar mit der ganzen Bandbreite von Präventiven, von Konfliktanalysen, von Mediationen bis hin auch zu polizeilichen Tätigkeiten und, wenn es gar nicht anders geht, auch bis hin zu militärischen Maßnahmen. Und dass wir diese ganze Bandbreite ansetzen und dabei auch die AU und die Regionalorganisationen beim Wort nehmen, die sagen, wir wollen das selber machen. Und dann zu sagen, bitte, dann unterstützen wir sie auch darin, dass sie es selber machen können und wollen. Das ja, halte das, ich für ganz das wichtig. Interessante gerade des G20-Kompakts ist doch, dass er absolut vor allem auf Wirtschaft und Wachstum kapriziert und gar nicht auf die Fragen der politischen Stabilität, wie verhindern wir Sicherheit wie fördern wir Krisenprävention, wie unterstützen wir Krisenprävention. Vielleicht noch ein Satz und dann komme ich gleich. Bist du gleich dran, Stefan? Ja, weil es eben auch nicht das Gesamtkonzept sein kann. Also ich glaube, in Deutschland denken wir oft, wir brauchen eine Strategie, ein Gesamtkunstwerk, die alle Aspekte dann beinhaltet. Ja, Kohärenz ist halt auch schön. Ne? Ja, ist sie. Aber wenn ich sehe, dass wenn das BMF anfangen würde, sich zum Beispiel mit Außen- und Sicherheitspolitik anders zu beschäftigen, würde ich sagen, das ist schwierig. Das ist die Frage, deswegen auch die Compact, das ist mit ausgewählten Ländern. Man muss sehen, was davon übrig bleibt, weil es ja eine gegenseitige Verpflichtung ist, dass die Partner sagen, wir verpflichten uns, das und das zu machen und dazu etwas anderes. Ich habe NEPAD erwähnt, andere auch. Man muss sehen, was dabei rauskommt. Mhm. Aber es ist zumindest ein Versuch zu sagen, machen wir doch bestimmte Sachen anders. Das wird für viele Länder keine Relevanz haben und auch auf absehbarer Zeit keine Relevanz haben. Also es ist nicht der Zauberstab, mit dem jetzt plötzlich über Nacht alles sich verändert wird. Danke. Herr Schuknecht hat heute Morgen unter anderem auf die Frage, ist es nicht zu sehr ökonomisch fixiert im Fokus die Wachstums-, Investitions- und Infrastruktur. Daraufhin hat er geantwortet, ja, also unsere Politik aus dem Finanzministerium heraus und was wir machen wollen, das ist erstmal neutral. Ich denke, da hat es viele Leute hier in den Fingern gejuckt zu fragen. Es gibt aber auch Unternehmensverantwortung in Afrika. Also vielleicht das jetzt, Stefan Meyer, als nochmal für den Hinterkopf, was ist denn die Verantwortung der Wirtschaft, wenn sie sich denn mit Afrika und auf Afrika einlässt. Da die Pläne nicht mehr von Entwicklungshilfe massiv ausgehen, sondern vor allem der Förderung positiver Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, setzt natürlich die Frage, die deutsche Wirtschaft, an die richtet sich ja auch der Appell, mehr in Afrika zu tun, kommt es denn bei deutschen Unternehmen an, die im BDI vertreten sind? Vielleicht nochmal so ein nettes kleines Zitat, auch wieder von unserem Entwicklungshilfeminister Müller, der sagt, ja, wir haben 400.000 deutsche Firmen, nur 800 sind in Afrika aktiv. Ich möchte mit meinen Plänen, meinem Marshallplan, dass in baldiger Zukunft mindestens 5.000 Firmen unterwegs sind. Es ist wieder so hübsch angemalt. Sind bald 5.000 Firmen in Afrika, weil euch die Rahmenbedingungen jetzt besser gefallen als früher? Ich komme gleich zu der Frage zurück. Ich wollte noch eines zu sagen zu den Compact with Africa, weil man muss klar sehen, die G20 hatte bis jetzt ein Mandat für wirtschaftspolitische und finanzpolitische Koordinierung, nicht für Frieden und Sicherheit. Also insofern, glaube ich, muss man auch am Mandaten bleiben. Wir kritisieren ja zu Recht die G20 auch immer wieder, dass sie sich in alles Mögliche einbringt.
Es ist entstanden aus einer finanzpolitischen Koordinierung, es ist entstanden aus einer der Notwendigkeit, nach der Finanzmarktkrise wirtschaftspolitisch zu koordinieren. Und insofern ist sozusagen der Compact with Africa auch in Linie mit dieser Mandatierung, mit diesem Fokus. Zu den Unternehmen. Also mit Sicherheit werden die Unternehmen nicht deswegen investieren, weil der Entwicklungshilfeminister an sie appelliert, sondern die machen eine ganz nüchterne Abschätzung. Ich meine, warum investiert ein Unternehmen im Ausland? Und deutsche Unternehmen haben sehr viel im Ausland investiert in den letzten 10 Jahren, kann man sagen. Zum einen, weil der Markt groß genug und dynamisch genug ist, dass es interessant ist. Und dann ist man auch bereit, Risiken und Grenzen in den Marktzugängen hinzunehmen. China ist das beste Beispiel. Wir haben mit Sicherheit in China mit Sicherheit in Bezug auf Good Governance und ein paar andere Dinge genug Probleme. Dennoch hat es eine Menge an Investitionen angezogen, weil eben der Markt so groß war und es attraktiv genug war, diese Risiken in Kauf zu nehmen. Wenn es nicht existiert, ja, dann investiert man vielleicht, weil man aus dieser Investition heraus andere Märkte bedienen kann, weil sie sich gut in Lieferketten einfügen. Und dann kommen andere Bedingungen hinzu. Dann kommt Sicherheit hinzu, und zwar in einem sehr breiten Verständnis von physischer Sicherheit bis hin zur Rechtssicherheit, Korruption. Wie sehr können Sie sich darauf verlassen, dass Sie Import- und Exportlizenzen, die Sie haben, auch dann umsetzen dürfen? Inwiefern können Sie sich darauf verlassen, dass Sie Verträge mit Lieferanten durchsetzen können? Also Sicherheit ist ein wichtiger Punkt. Infrastruktur natürlich. Bekommen Sie Ihr Waren zum Hafen und dann raus, spielt eine große Rolle. Und dann leistungsfähige Arbeitskräfte. Das wird ja oft manchmal der Eindruck erweckt, gerade auch bei der deutschen Industrie, sie würde investieren dort, wo es billige Arbeitskräfte ist. Das ist sozusagen, wenn Sie deutsche Unternehmen ansehen und auch deutsche Industrie ansehen, nicht das Übliche. Ja, Siemens baut in China keine andere Fabrik, die es im Wesentlichen in Deutschland baut. Das macht auch gar keinen Sinn. Ja, das heißt, eine Mindestausbildung der Arbeitskräfte ist ganz essentiell. Und da glaube ich, da ist auch noch in den meisten Ländern Afrikas viel zu tun. Jetzt wollte ich noch mal was sagen zu gute oder schlechte Investitionen oder welche Investitionen brauchen wir. Ich glaube, letztendlich, klar, würde jedes Unternehmen sagen, Investitionen müssen nachhaltig sein. Und ich halte es auch für völlig legitim, wenn wir beispielsweise über Steuergelder aus den Wirtschaftsförderung betreiben oder Entwicklungszusammenarbeit betrieben wird, zu sagen, okay, wir definieren hohe Standards, was wir dann haben wollen, ja, um diese Gelder fließen zu lassen. Da bin ich, glaube ich, sofort dabei. Und die Industrie hat oder die Unternehmen haben in Sachen Textilbündnis, auch nationale Aktionsplan Menschenrechte, mittlerweile auch das und auch SDGs, einiges akzeptiert, was an Standards definiert wird. Wir sind beispielsweise auch bei der Weltbank sehr drauf am Drängen, dass Nachhaltigkeit ein zentrales Kriterium bei der Vergabe von Weltbankprojekten wird, was bisher aus unserer Sicht nicht ausreichend passiert. Wenn es keine staatlichen Fördergelder gibt, dann glaube ich, dann bin ich sicher, dann ist es am Gastland die Kriterien zu definieren. Dann müssen die afrikanischen Gesellschaften und Regierungen definieren, welche Investitionen wollen wir haben. Ja? Und was sind wir bereit zu akzeptieren oder was sind wir nicht bereit zu akzeptieren. Wir können mit Sicherheit darüber streiten, ob die eine oder andere afrikanische Regierung den Willen der Gesellschaft repräsentiert, aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber letztendlich ist es an den Regierungen und an den Gesellschaften, das zu definieren, was sie an Investitionen haben wollen. Diese Unterscheidung wollte ich einfach nochmal machen. Ja, ich denke, dass wir hier mit dieser Tagung ja genau das versuchen auch zu leisten. Was sind denn eigentlich bitte Investitionen, die afrikanische Länder brauchen? Und da muss man sie jeweils natürlich auch nach dem jeweiligen Entwicklungsstand, nach der jeweiligen Infrastruktur beurteilen. Das ist völlig klar. Hier wurde ganz stark klar gesagt, vor allem auch von unseren afrikanischen Repräsentanten hier, dass eigentlich sehr wichtig ist, dass es Infrastruktur in Basisinfrastruktur gibt. Ja, und vor allem auch, das war der Appell aus Nigeria, die Großprojekte, die da in der Planung sind, die werden vielleicht in 5 Jahren, in 8 Jahren realisiert. Wir brauchen aber jetzt Jobs für die Leute. Wir brauchen jetzt Antworten für die junge Bevölkerung, die desperat ist und nach Zukunft sucht und nach Zukunftsperspektive. Und deswegen ist hier schon nochmal die Frage, kann man hier wirklich auch extern
nämlich wir als Deutschland in diesem Feld aktiv werden. Und da sind wir wieder bei der Frage, die die ganze Tagung auch durchzieht. Diese Pläne, vor allem auch der Compact der G20, setzt ganz, ganz stark auf diese Public-Private Partnerships. Und einfach nochmal das zu erklären, was das bedeutet. Hier wird öffentliches Geld, entweder vor Ort in den jeweiligen Ländern, öffentliches Geld bei uns, Steuergeld aus Entwicklungshilfeetat oder was auch immer, kombiniert mit privatwirtschaftlichem Geld. Das als Hoffnung, dass durch die Staat, durch das Public, ja, die ökonomischen, politischen Risiken ein Stück weit mit abgesichert werden. Da kommen dann noch Hermes und andere Sachen dazu, Außenwirtschaftsförderung. Das ist der Public-Teil. Und der andere Teil ist dann mit dieser Sicherheit im Hintergrund, die Privatwirtschaft dazu zu bringen, dass sie jetzt bereit ist, auch in schweren Rahmenbedingungen zu investieren. Und über diese Private-Public-Partnership Initiativen gibt es seit Jahr und Tag kritische Debatte. Und hier jetzt nochmal an Uwe Kekeritz, der sich damit ja auch beschäftigt, ist das denn wirklich eine richtige Antwort oder sollten wir nicht öffentliches Geld für die Förderung rein öffentlicher Güter, also Basisgesund, also Bildung, Gesundheit nutzen und warum jetzt PPP? Ist das wirklich ein guter Weg? Und wir haben uns ja die Pläne angeguckt, es geht dauernd um Private-Public Partnership als der Hebel, um Geld zu mobilisieren für verschiedene afrikanische Länder. Also wir haben ja schon sehr viel Erfahrung mit Public-Private Partnerships in Europa, auch in Deutschland. Und in Deutschland hat sich der Bundesrechnungshof und andere Institute damit sehr kritisch auseinandergesetzt. Und es ist auch in Deutschland eine Katastrophe. Es ist teuer für die Bevölkerung, es ist schlecht für die Infrastruktur. Und es ist vor allen Dingen ein Verschieben der Verschuldung in die Zukunft. Die Schulden sind da, sie werden bloß buchhalterisch nicht im Haushalt erfasst. Und das ist einfach für uns extrem negativ. Wir wissen das auch bei diesen Autobahngebühren in Frankreich. Die Betreiber dieser Autobahnen, die verdienen 9-12% netto. Also, und das ist natürlich auch ein Betrag, der jedes Projekt von vornherein teurer macht. Es gibt keinen Investor in Afrika. Und gerade wenn es noch vielleicht unsicher ist, der unter 10% Profit einkalkuliert, von vornherein investiert. Es ist auch klar zu sagen, dass solche privaten Engagements auch private Gelder, Kredite auf dem Markt, dass die auf dem Markt aufnehmen müssen. Auch diese Kredite sind teurer. Also wir sind dabei, wirklich zwei Dinge zu machen. Wir verteuern, drei Dinge. Wir verteuern die Projekte. Wir garantieren letztendlich Unternehmen einen hohen Gewinn. Und wir treiben die Nationen letztlich in die Verschuldung. Und das ist nicht zu unterschätzen. Wenn Sie sich mal an die 80er Jahre zurückdenken, wie es dann zur Verschuldungskrise kam, in so ziemlich, sondern in allen Entwicklungs- und Schwellenländern, hat das Strukturanpassungsmaßnahmen nach sich gezogen. Das heißt, man hat im Sozialbereich, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich massiv gekürzt. Das heißt also, die Bürgerinnen und Bürger der Entwicklungs- und Schwellenländer haben direkt die Zeche gezahlt. Und das ist etwas, was auch vom ökonomischen Prinzip hier meines Erachtens unsinnig ist. Ich bin nicht dafür, dass die Wasserversorgung, die Gesundheitsversorgung und andere wichtige für die Bevölkerung zentralen Versorgungen eben in private Hände kommt. Da haben wir doch unsere europäische Geschichte. Wie lange haben wir dafür gekämpft, dass es tatsächlich staatlich kontrolliert, also öffentlich kontrolliert wird? Und hier in Afrika soll es dann plötzlich andersrum funktionieren, kann ich mir nicht vorstellen. Und zu sagen, naja, die Staaten, die sind ja sowas von korrupt, die Regierungen sowas von korrupt, das funktioniert nicht. Wir müssen es privat machen. Nein, public, private, also der Staat ist dabei. Wenn es tatsächlich über die private Schiene geht, ist der Staat genauso dabei. Und wenn es mit dem Staat nicht funktioniert, dann funktioniert es auch über PPPs nicht. Also, und das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Und jetzt nochmal zu diesen ganzen Idee, die dahinter steckt. Es ist der Versuch, viele Firmen nach Afrika zu holen.
Und da kann natürlich schon sein, wenn hier von öffentlicher Seite aus hohe Profite langfristig, mittelfristig oder langfristig garantiert werden, dann werden tatsächlich auch viele Investoren kommen und sagen, naja, also mein Risiko ist ja derart gering, ich engagiere mich dann. Und da reichen 15 Jahre. Und sollte das dann den Bach runtergehen, dann verabschieden die sich natürlich auch wieder. Und die Schulden bleiben beim Staat. Stefan Meyer. Lockt das Angebot mit diesen Kombinationen aus Public und Private, lockt das deutsche Firmen tatsächlich nach Afrika? Also ist das ein Anreiz? Ist das attraktiv? Also es ist in keiner unserer Papiere eine Priorität. Das muss man einfach mal sagen. Es geht um die Grundidee. Die Grundidee ist Mobilisierung privaten Kapitals für öffentliche Aufgaben. Ich weiß, da gibt es eine sehr kritische Haltung auch des Bundesrechnungshofs dazu. Es hängt mit Sicherheit auch immer von der Ausgestaltung der Projekte ab. Ich würde es nicht grundsätzlich verteufeln. Ich glaube, man muss auch bei den Infrastrukturvorhaben und bei dem, was Staat und Wirtschaft leisten kann, Privatwirtschaft leisten kann, eben auch sehr differenzieren nach einzelnen Sektoren. Wir haben ja vorher schon kurz den Mobilfunksektor angesprochen. Das waren im Wesentlichen privatwirtschaftliche Investitionen zur Aufbau einer Infrastruktur. Das hat das Telefonproblem in Afrika gelöst. Jeder, der mal eine Zeit lang in Afrika unterwegs war und in einigen Städten versucht hat, über Festnetz zu telefonieren, weiß, was das für eine Verbesserung ist. War im Wesentlichen eine privatwirtschaftlich getragene Investition. Ja. Ich glaube, dass wir in einigen Sektoren, beispielsweise über dezentrale, lokale Infrastrukturprojekte, viel tun können. Mit Sicherheit im Feld der erneuerbaren Energie. Andererseits werden wir um ein Großprojekt wie beispielsweise Eisenbahn von Nairobi oder besser gesagt von Mombasa bis nach Kampala nicht umhinkommen. Das wird ein Großprojekt bleiben und es wird eine ganz zentrale Rolle spielen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Und das werden wir auch brauchen. Ja? Also insofern, glaube ich, muss man immer genau hinschauen, über welche Infrastruktur reden wir und was ist daran möglich und was ist daran sinnvoll. Nochmal ganz kurz was zu den hohen Profitmargen. Also ich kenne jetzt kein Außenwirtschaftsförderungsinstrument, das sozusagen deutsche Unternehmen gewissen Profitmarge garantiert. Es geht um Risikominderung. Die kann das Kalkül sozusagen von einzelnen Unternehmern beeinflussen. Wenn ich sage, okay, das geht über Hermes Exportkreditversicherung, wir können auch deine Investitionen über Investitionsschutzabkommen sichern. Es geht um Risikominderung. Es ist aber nicht so, dass irgendjemand in der Bundesregierung oder das Bundeswirtschaftsministerium jemand eine Profitmarge von 10 oder 12% finanziert. Und ich muss nochmal sagen, also wenn man sieht, diejenigen Unternehmen, deutsche Unternehmen, die in Afrika engagiert sind, das sind keine, die nach 15 Jahren wieder abziehen. Es ist im Gegenteil von Seiten deutscher Industrie eine sehr lang anhaltende Investition. Südafrika ist ein gutes Beispiel. Es gibt ein paar andere Länder auch, wo Unternehmen über Jahrzehnte investiert haben. Die deutsche Industrie sind nicht die schnellsten, um irgendwo zu investieren. Allerdings, wenn sie irgendwo investieren, dann bleiben sie auch für eine ganze Weile. Also es sind keine, die auf 15 Jahre Profitmaximierung betreiben und dann wieder abziehen. Okay, Elisabeth, auch an Sie die Frage. Finden Sie Private-Public Partnerships attraktiv? Für mich ist die Frage, es könnte ja ein gutes Modell sein, wenn die öffentliche Hand, also der Public Sector, sagt, ja, wir hätten gerne eine Kombination aus Public und Private, wenn es wirklich hilft, die Basisinfrastruktur für die breite Bevölkerung auszubauen. Was wir aber erleben ist, dass über PPP eher große bankenfähige Projekte identifiziert werden. Von daher würde ich da nochmal bitten darum, ob Sie da vielleicht auch differenzieren, ne, analog zum Ziel. Also wir müssen ja das Ziel anschauen. Und wie können wir das Ziel Basisgesundheit, Infrastruktur, die der breiten, auch ländlichen Bevölkerung nutzt, denn wirklich finanzieren? Und wie machen wir das? Ich glaube, darauf brauchen wir Antworten. So habe ich auch das Panel vorher verstanden. Antworten darauf, wie die breite Bevölkerung von Entwicklung profitiert. Der erste Punkt, der hier angesprochen werden muss im Hinblick auf die breiteren Infrastrukturbedürfnisse auf dem Kontinent ist, ich möchte gerne über die Infrastruktur in zweierlei Hinsicht sprechen, die harte Infrastruktur. Und die Diskussion der letzten Jahre wurde dominiert
von diesem. Und dann gibt es die Soft-Infrastruktur, das heißt die soziale Dimension, aber es geht auch darum, um Bildung, dass die Grundlage ist für jede produktive Wirtschaft. Erst, das ist wichtig. Das ist mein zweiter Punkt, wenn wir uns die SDG anschauen und die astronomischen Zahlen, die berechnet wurden, wie wir sie in den nächsten 15 Jahren erreichen werden für die sich entwickelnden Wirtschaften, reichen die Hilfebudgets nicht aus. Wir brauchen andere Quellen. In Afrika ging es darum, wie können wir die Kapitalmärkte maximieren. Und einiges wurde gestern auch von Carlos angesprochen. Und dann kommt die Rolle der Privatwirtschaft. Das dominiert viele der Entwicklungsveranstaltungen. Das wird so ein bisschen gesehen als Allheilmittel. Das ist es sicher nicht, aber es ist wichtig. Und Stefan hat gesagt, in einigen Branchen funktioniert das besser als in anderen und führt zu mehr Wertschöpfung. Und das mobile Internet ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ein Problem mit den traditionelleren Infrastrukturprojekten ist, also eigentlich sind es mehrere Punkte, der hochkomplexe Charakter von PPP. Einige Länder haben die Voraussetzung dafür, andere nicht. Die Entwicklung, die Bedeutung, dass man Partnerschaften hat und die African Development Bank versucht hier etwas zu tun, die rechtliche Qualifizierung zu schaffen, dass man ganz genau sich anschaut, wie die Situation ist. Das ist natürlich wichtig. Ich würde nicht sagen, PPP ist schlecht, das ist es. Aber ich glaube, man muss es runterbrechen auf die einzelnen Branchen, wo es zu Mehrwert schaffen kann. Etwas zu sozialen Punkten, dass diese Diskussion haben wir jetzt im Hinblick auf die nationale Krankenversicherung. Und es gibt eine Debatte zwischen dem Gesundheitsministerium und den Gewerkschaften, welche Rolle die private Versicherung haben dabei. Die Gewerkschaften sagen nein, gar nichts. Die Regierung hat hier einen weitaus nuancierteren Ansatz. Sie sagen, einige der Probleme, die wir haben, können uns helfen, das Gesundheitssystem zu verbessern. Und das ist, glaube ich, auch eine Dimension, die gesehen werden muss. Noch etwas zur Agenda 2063. Sie haben gesagt, das ist zu weit in der Zukunft. Mich wird es da nicht mehr geben, ganz sicher nicht. Der Versuch, das Ganze in 10-Jahres-Umsatzpläne zu unterteilen, ist ein neuer Ansatz. Und ich würde dem Ganzen gerne eine Chance geben. Die African Union hat im Januar versucht, mit dem Peer-Mechanism etwas zu entwickeln, sowohl für die Agenda 2063. Und das zeigt, dass man natürlich das Ganze überwachen muss. Natürlich
muss man sich die Sache ganz genau angucken. Tut mir leid, wenn ich hier so ein bisschen vor Ihnen rumfuchtle. Es geht um die Projektvorbereitung und die Finanzierung dieser Vorbereitung. Es gibt viele gute Ideen, aber sie müssen auch finanziert werden. Südafrika hat auf der Tagesordnung im Zusammenhang mit der BRICS-Debatte die Schaffung von Einrichtungen zur Finanzierung der Projektvorbereitung, damit das gründlich gemacht werden kann, dass die Umsetzungsstudien durchgeführt werden. Das haben wir gesehen bei der neuen Entwicklungsbank und diese Dimension ist auch sehr wichtig. Dass wir bei all dem, was wir hier diskutieren, was ganz zentral ist, durch alles durchgeht. Ohne Transparenz, ohne Öffentlichkeit hat die Bevölkerung und haben auch Wissenschaft, hat Zivilgesellschaft überhaupt keine Chance, auch die Parlamente nicht, sich einzumischen. Da sind wir sowieso bei einem großen Thema. Wie sieht es denn mit der Transparenz der Investitionspläne der G20 aus? Aber das jetzt nur am Rand. Ich werde jetzt noch mal Herrn Schmidt das Wort geben, auch zu PPP. Und dann möchte ich öffnen für Sie. Ich möchte vor allem jetzt nochmal auch unseren afrikanischen Gästen einen ganz besonderen Vortritt lassen für die Fragen oder Kommentare zu dem, was gesagt wurde. Aber erst, Herr Schmidt, ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung zu PPP. Ja, vielen Dank. Das, was gerade gesagt wurde, nämlich überhaupt Finanzierung von Machbarkeitsstudien, ist genau ein Punkt, den wir zum Beispiel aufgegriffen haben, dass wir jetzt sagen, wir schaffen einfach bessere Möglichkeiten, dass Machbarkeitsstudien finanziert werden. Denn daran scheitert es oft. Das ist ein Wunsch, der von der Wirtschaft immer wieder an uns herangetragen wurde und das ist etwas, wo sich etwas ändern wird. Ich wollte aber grundsätzlich zu PPP etwas sagen. Meine Erfahrung ist, dass einfach unser Verhältnis oder unser Verhältnis zu unserem Staat ein ganz anderes ist, als das, was ich in vielen afrikanischen Kontexten erlebt habe. Wir haben einfach das Verhältnis einer Leistungsverwaltung. In jedem Verwaltungsbescheid haben wir eine Rechtsbehelfsbelehrung, wo drin steht, wenn wir nicht einverstanden sind mit dem, was der Staat mit uns macht, so können wir dagegen vorgehen, etc. Wir haben eine ganz ausgeprägte Verwaltungsgerichtsbarkeit. Wir haben sehr intensiv Parlamente, die auch das Königsrecht der Parlamente, nämlich das Budgetrecht, sehr, sehr ernst nehmen und genau auf die Haushalte gucken, und zwar auf allen Ebenen. Und ich glaube, unter so einem Umstand ist eine Diskussion um, was ist öffentlich und was ist privat, eine ganz andere als in vielen der Länder dort, wo der Staat entweder überhaupt nicht präsent ist oder auch, wenn er präsent ist, den Bürgern immer nur als jemand entgegentritt, der etwas von ihm will, nämlich Geld. Und wie man da herauskommt, auch in eine andere Mentalität nach dem Motto, ich zahle was, aber ich möchte dafür auch eine Gegenleistung haben, das finde ich interessant. Und da sind es eben oft dann Mischformen, die vielleicht unter PPP gar nicht erfasst werden, dass es Kommunen sind, dass es andere Entitäten sind, die ganz anders funktionieren, als wir uns das vielleicht vorstellen, aber wo wir einfach ein bisschen flexibler sein müssen. Und da, glaube ich, kann eine ganze Menge passieren. Und das Zweite dazu ist eine Frage eben, die ist so alt wie die EZ selber, will man es schnell machen und macht man es von draußen? Klar, man kann ein Krankenhaus hinstellen und mit ganz vielen Ärzten von außen beschäftigen, das machen die Chinesen und andere, aber das ist nicht besonders nachhaltig. Oder will man langsam eben genau die staatlichen Strukturen aufbauen, stärken, fördern? Und für mich ist jetzt, wenn man mehr PPP macht, einfach ein Versuch, den anderen Aspekt noch stärker damit dazuzunehmen. Das ist ein bisschen eine Zeitfrage, denn in vielen Plätzen ist der Staat überhaupt nicht präsent. Überhaupt nicht präsent und macht nichts im Gesundheitssystem, bietet keine Sicherheit, bietet keine Ausbildung, keine Schulen, gar nichts. Und wenn wir da andere Akteure dazu bekommen, etwas mehr zu machen, finde ich das was Positives. Ja, herzlichen Dank. Ich meine, man kann sagen, das hat die EZ, also die Entwicklungshilfe, schon nicht geschafft, ne, diese Institutionen aufzubauen. Wenn es jetzt mit PPP gelingt, ich habe da noch viel Diskussionsbedarf. Und wir wollen ja auch genau mit unserer Arbeit diese Diskussion befördern. Deswegen sind Sie jetzt dran.
Ich hoffe, das Mikrofon ist schon parat und kommt zu Ihnen. Bitte melden Sie sich. Ich möchte maximal 2 Runden machen, vielleicht jeweils 3 Menschen dran nehmen. Wo ist das Mikro? Ganz da hinten meldet sich eine Dame und dann sind Sie dran schon. Julia, du bist das. Ja, ich meine, du hast dich jetzt als Erste gemeldet. Okay, also. Gut, danke. Herzlichen Dank erstmal für die Runde. Ich habe zwei allgemeinere Punkte. Der erste, ich wollte auch nochmal auf die Sicherheit abheben und die Frage, unter welchen Bedingungen Investitionen funktionieren. Und meine, über was wir hier sprechen, ist ja über systemischen Wandel, der tiefgreifend und strukturell ist. Und wenn wir in die Geschichte anderer Kontinente gucken, dann geht so eine Art von Wandel sehr selten friedlich einher. Das heißt, wenn wir diese Art von Wandel ernst nehmen, dann ist für mich die große Frage, wie kann dieser Wandel friedlich hinbekommen, gestaltet werden unter Bedingungen zunehmender Bevölkerung, Urbanisierung, 2/3 junger Menschen, die in Slums leben werden. So. Zweiter Punkt. Der zweite Punkt, und das wäre nochmal eine Frage, vielleicht auch an Stefan Meyer nochmal, Demokratie und Menschenrechte. Ich kann sehen, dass Demokratie als Begriff nicht immer nützlich ist in Kooperation. Ja, es bringt nichts mit Autokraten darüber zu sprechen, damit fördert man nicht die Demokratie. Aber was mich schon sehr erstaunt in den letzten 2 Jahren ist, dass mit der Demokratie auch die Menschenrechte von den Agenten verschwinden. Und das finde ich besorgniserregend, weil da nochmal andere internationale Vereinbarungen dahinter stehen als hinter Demokratie. Deshalb meine Frage, wenn nicht Demokratie, aber dann doch Menschenrechte. Okay. So. Hier vorne. Thank you very much. Jayala. Vielen Dank, Laue Jayala. Die hier sitzen, die 3 deutschen Offiziellen, haben Sie Koordination gesehen in der Diskussion? Die gesamte Idee des Compact ist noch am Kochen, ist noch nicht gar. Und ich hoffe, dass Sie berücksichtigen, das, was die Afrikaner gesagt haben, die Notwendigkeit, dass die Länder miteinander besser koordinieren. Koordination, Konsultation. Es gibt einen nigerianischen Offiziellen, der gesagt hat, wo ist Nigeria in dieser Gleichung? Und wir wissen nichts davon, sagen die. Wir wissen da gar nichts von. Und das zeigt, dass mit all dieser Spontanität, wie machen wir da die Koordination? Lassen Sie uns über die PPP diskutieren. Aus dem Geist der entwickelten Welt, inwieweit wurde da PPP genutzt, um die Grundinfrastruktur für die Bürger bereitzustellen? Wenn wir euch Geld geben, können wir privates Kapital aktivieren. Wie hat das in der entwickelten Welt funktioniert, wäre dann die Frage. Und wie soll das dann funktionieren in Afrika? Insbesondere also in der dritten Welt. Und dann? Und was jetzt die Arbeitsplatzförderung in was Afrika braucht, ist ein Prozess, wo mehr Leute arbeiten, wo man dann die Taxbasis erweitern kann, sodass man dann öffentliche Einnahmen hat, um das zu machen, was man dann auch wirklich braucht. Was kann Deutschland machen? Inwieweit wollen Sie diese Probleme eigentlich adressieren in diesem Zusammenhang?
Thank you very much. My name is Devin Day from Kenya. Vielen Dank, Devin Day, Kenya. Das ist ja der deutsche Privatsektor. Wie kann der deutsche Privatsektor denken, wettbewerbsfähig in Afrika zu investieren? Wir kaufen indische oder indonesische oder indische Motorräder für $300. Das machen die Deutschen garantiert nicht. Wenn man Afrika zur Exportbasis verwenden will, wir haben sehr hohe Lohnkosten, sind nicht konkurrenzfähig. Wir können nicht sozusagen Ausbeuterläden machen wie in China oder in Indien oder in Bangladesch. Wirtschaftlich sind wir ressourcenreiche Länder und die verkaufen üblicherweise oder bieten nicht billige Arbeitskräfte an. Das heißt, wir sind auch draußen aus der Rechnung, was jetzt als Exportbasis angeht, Produktion für den Export. Und dann, wenn wir uns die Infrastruktur anschauen, und die Deutschen sind gute Unternehmen in Sachen Infrastrukturaufbau. Aber ich glaube nicht, dass eine deutsche Firma eine Ausschreibung gewinnen kann auf der Preisbasis in unseren Ländern, weil die Sachen einfach nicht machen. Türken machen das. Die konkurrieren mit den Chinesen, was jetzt Infrastrukturprojekte angeht. Und dann frage ich, was ist der Vorschlag Deutschlands für Afrika? Denn das Image, das Deutschland hat als Fertigungsland, ist dann ist das Mercedes-Benz. Es gibt keinen Massenmarkt für Mercedes-Benz-Autos in Afrika oder BASF-Standorte oder sowas. Wollen die Deutschen jetzt aufskalieren und groß investieren? Welche deutschen Unternehmen sollen das denn machen? Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt... Bitte? Nee, ich möchte keine zweite Runde mehr machen, nur noch eine, weil Elisabeth auch zum Flughafen muss. Also wer sich jetzt noch dringend melden muss, möchte, Entschuldigung, soll das tun und dann gibt es eine Schlussrunde und danach gibt es dann auch danach noch Möglichkeiten, informell miteinander zu sprechen. Sie sind dran, Dankeschön. Ja, ich studiere Politikwissenschaften an der FU Berlin und erstmal vielen Dank für die interessante Diskussion. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Frage der Klimawandelfolgen. Wir sitzen hier in einem Industriestaat und das ist vielleicht eine Frage an Sie, Herr Schmidt. Die besonders vulnerablen Staaten in Subsahara-Afrika im Sinne der Common but Shared Responsibilities, was könnten da Positionen sein, die wir jetzt hier bisher noch nicht diskutiert haben? Danke. Okay, dann würde ich... Gibt es jetzt noch eine Frage? Der junge Mann... Okay. Das hat der Mann da gesagt. Es ist eine kurze Frage, die geht an Herrn Schmidt als Afrika-Beauftragten des Auswärtigen Amtes. Und zwar ist es jetzt keine Woche her, dass es den G7-Gipfel gab in Sizilien. Und ich finde, das war ein gutes Zeichen von Italien, Afrika damit einzubeziehen. Und ich habe sehr wenig in den Medien darüber gefunden. Und ich fände von Ihnen es spannend zu hören, ob für den G20-Gipfel, der in wenigen Wochen stattfindet, da eine Fortsetzung geplant ist und ob das auf gleiche Augenhöhe passieren wird. Vielen Dank. Gut, herzlichen Dank für Ihre Fragen. Wir gehen jetzt einfach so durch, dass Stefan Meyer, an den auch viele Fragen gerichtet waren, beginnt. Dann Herr Schmidt, dann Uwe Kekeritz und das letzte Wort soll Elisabeth haben. Außer mir natürlich, meins. Ich fange mit den Menschenrechten an. Also für mich sozusagen ordnen sich die in einer gewissen Weise in diesen Oberbegriff Rechtssicherheit an. Und ich denke, dass das für viele oder für alle deutsche Unternehmen ein hohes Gut ist. Wir können auch sehen, dass Unternehmen sehr sensibel darauf reagieren, wenn Menschenrechte massiv verletzt werden, weil das sozusagen für sie auch ein Indikator ist, dass Rechtssicherheit verletzt wird. Wir könnten beobachten, dass in den letzten Monaten gerade die deutschen Investitionen beispielsweise in der Türkei stark zurückgegangen sind. Es eine starke Investitionszurückhaltung gibt, weil sich eben mit dem, was
den letzten Monaten da passiert ist, Zweifel darüber geben, wie rechtssicher ist dieses Land noch. Ja? Also insofern würde ich es einbetten in diesen größeren Begriff Rechtssicherheit. Ich glaube, der ist auch aus Sicht deutscher Unternehmen, die sich mit Sicherheit in der deutschen Demokratie sehr wohlfühlen, auch der Dominante gegenüber dem Begriff der Demokratie. Aber das haben wir, glaube ich, sowieso in anderen Foren immer wieder problematisiert. Ist es Good Governance, ist es Demokratie? Welche Forderungen stellen wir dort? PPP, ich glaube, dass ich die Frage gar nicht hinreichend beantworten kann. Ich wollte nur noch mal ein anderes Schlaglicht auf PPP richten, um zu sehen, es gibt sozusagen, wir verengen unser Verständnis bei PPP sehr stark. Es gibt durchaus höchst erfolgreiche PPP-Projekte. Und das erfolgreichste in Deutschland ist das der dualen Berufsausbildung. Das ist ein PPP-Vorhaben. Es gibt die staatliche Förderung durch die schulische Ausbildung und es gibt die private durch die Berufsausbildung, die vor Ort erfolgt. Ich weiß, dass das nicht Ihre Definition von PPP ist. Ich wollte nur sehen, man kann diesen Begriff PPP mit sehr unterschiedlichen Inhalten füllen. Und es kommt sehr stark auf die Terms of Reference an, die wir für PPP-Projekte definieren. Und sie reichen aus meiner Sicht von diesen sehr großen, abstrakten Ebenen bis eben dann zu kleinen Infrastrukturvorhaben. Also ich würde den Begriff und das Konzept für sich nicht diskreditieren wollen. Und ich stelle mir aber gerne Diskussion, was sind denn die Terms of Reference, die man definieren muss, dass damit PPP auch im Sinne der öffentlichen und des Gemeinwesens ist. Ich glaube, das ist die Diskussion, die wir führen müssen. Wettbewerbsfähigkeit. Klar, die deutschen Unternehmen werden nie auf Preisniveau mit chinesischen Motorradherstellern konkurrieren können. Das ist auch nicht die Stärke. Weil man sieht, generell gibt es wenig Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, sonst hätten wir nicht den großen Handelsüberschuss, der immer wieder problematisiert wird. Wir sind in bestimmten Segmenten stark. Wenn man sich ansieht, wo deutsche Exporte stark sind, sind es vier Branchen: Chemie, Maschinenbau, Automobil, Elektrotechnik. Das heißt auch, dass wir zwei Nachfragesegmente haben, die wir sehr stark bedienen. Das eine sind Investitionsgüter, dort, wo Industrie entsteht, deswegen sehr stark auch die Exporte nach China. Das andere sind hochwertige Konsumgüter. Für beide ist die Nachfrage in den meisten afrikanischen Ländern sehr niedrig, muss man eindeutig sagen. Deswegen zieht auch für mich immer der Vorwurf nicht, wir überlassen den Markt China, wir sind nicht präsent. Es ist einfach nicht die Art von Nachfrage, die wir für unsere Produkte brauchen. Wenn aber die Entwicklung anzieht in der einen oder anderen afrikanischen Ökonomie, dann ist sehr wohl auch die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen wieder da. Bei den Infrastrukturvorhaben würde ich sagen, auch da sind wir auf dem Niveau, in dem beispielsweise türkische Unternehmen und chinesische Unternehmen bauen, nicht wettbewerbsfähig. Aber wir haben, glaube ich, gerade in Sachen Nachhaltigkeit, erneuerbare Energie einiges zu bieten, wenn es rein über den Preisetikett hinausgeht. Ja. Ich würde gerne eine starke Message von Carlos Lopez gestern Abend war, wir brauchen unbedingt, und das ist erst ja absolut wahr für Afrika, verarbeitende Industrie. Ist das denn ein Sektor, wo die deutsche Industrie Interesse hätte beim Aufbau der Verarbeitung von Rohstoffen, vor allem auch landwirtschaftlichen Produkten zu helfen? Afrika exportiert vor allem Rohstoffe, ja, und hat keine verarbeitende Industrie. Wie wäre es damit? Wäre das ein Sektor, der spannend wäre für deutsche Unternehmen? Also aus Sicht der Industrie macht es keinen Sinn, beispielsweise Rohstoffe, was ja vom Volumen her schwer zu transportieren ist, zuerst nach Europa zu bringen und hier zu verarbeiten. Sehr viel mehr Sinn macht es immer, das vor Ort zu verarbeiten. Aber die Frage ist eben dann, und da kommen wir zurück auf die Investitionsbedingungen, besteht Rechtssicherheit, Infrastruktur, habe ich die Arbeitskräfte, um das leisten zu können. Ja? Und da, glaube ich, sind wir wieder zurück auf den Punkt. Und deutsche Industrie, um auch nochmal was zu den Arbeitskräften zu sagen, ist nicht über niedrige Lohnkosten wettbewerbsfähig. Das ist nicht unser Punkt. Unbedeutend, genau. Und insofern, glaube ich, ist auch das kein Kriterium für uns zu überlegen, wie hoch sind die Lohnkosten, um wo zu investieren. Unsere Wettbewerbsfähigkeit liegt woanders. Ja, herzlichen Dank. Herr Schmidt, wir haben sich bestimmt auch ein paar Fragen. Ja, das Erste nochmal eben, die Frage eben, ist es eine fertige Strategie? Was passiert dort? Es gibt ja das Diktum, wenn man drei Volkswirte hat, dann haben die fünf verschiedene Meinungen.
Ich finde es auch ganz gut, dass wir manchmal unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Akzente haben. Also alles gleich zu hören, das wäre dann eher wie Nordkorea. Von dem her, da haben Sie den gleichen Sprechzettel von allen. Von dem her, es ist Work in Progress. Es gibt unterschiedliche, natürlich von Sicht des Außenministeriums sehe ich es anders als ein Finanzexperte. Und das wird auch weitergehen. Ich glaube, was wichtig ist bei den Compacts, ist, dass es eben nachfrageorientiert ist. Also es war ein Angebot, das an alle afrikanische Regierungen gegangen ist. Einige haben gar nicht darauf reagiert, andere haben reagiert. Und dann braucht es eben nicht one size fits all, sondern dass man dorthin fährt und sagt, so, und was würde jetzt für euch funktionieren? Das passiert gerade. Ich bin gespannt, was dabei herauskommen wird. Ich bin auch gespannt, die Gedanken sind weiter, was passiert, wenn kriegt man irgendwann den Status des Compact-Landes zum Beispiel entzogen, wenn es die Verpflichtung nicht eingeführt ist. Dazu habe ich wenig gehört. Die Fragen haben wir auch gestellt. Das ist ja manchmal auch beim Vertrag, muss man sich überlegen, was passiert mit Kündigung oder Nichterfüllung. Von dem her, das ist Work in Progress. Ich finde Ihre Frage mit PPP und wie hat es in Europa funktioniert, sehr spannend. Denn das zeigt ja auch, dass Wirtschaftshistoriker gar nicht so sehr in PPP, in diesen Kategorien denken. Also ich glaube, da würden Sie sehr interessante Möglichkeiten finden. In dieser Stadt gab es sehr viel, in Berlin gab es viel, was man heute vielleicht mit PPP besetzen würde. Also Straßen, die gebaut wurden von Privaten, aber mit starken öffentlichen Auflagen, wie breit, was an Infrastruktur und sonstiges, das also an Entwickler, das privat gegeben wurde. Aber das war Berlin in einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn Sie in die deutschen Kleinstaaten hereingucken, sehen Sie völlig unterschiedliche Modelle, auch für unterschiedliche Sektoren. Ich finde das sehr spannend. Dann das dritte G7, was in den Medien, in den Medien wurde relativ wenig über die afrikanische Beteiligung gesprochen. Es war auch im Kommuniqué nicht besonders viel. Das Interessante sind ja dann immer die Gespräche, die es nebenher noch gab. Und da warte ich auch noch auf eine Rückmeldung. Aber alleine, dass Afrikaner eben immer dabei sind, ist schon ein Zeichen, was von einer ganzen Weile angefangen wurde. Es gibt auch Debatten natürlich darüber, kann das weiter so bleiben? Afrika am Katzentisch, ist das gut, ist das nicht gut? Ich finde, da kann man sich die Fragen stellen. Für die G20-Veranstaltung sind ja zwei in Berlin. Eine ist im Juni, die große Konferenz, wo Afrika eben im Mittelpunkt stehen wird, 12. 13. Juni. Und dann der eigentliche Gipfel in Hamburg, in dem der AU-Präsident eingeladen ist. Da ist ein kleines Format der Einladung. Und letzter Punkt, Klimawandel, vulnerable Staaten. Da ist das eine, die ganzen Adaptionsprogramme, wo sehr viel läuft. Ich glaube, in dem ganzen Bereich der Energieversorgung kann sehr viel laufen. Wir versuchen auch, das anzubieten. Also wir sind ja, auch wenn europäische Abstimmung genannt wird, muss ich sagen, nein, die Franzosen haben eine andere Energiepolitik als wir. Ja, muss man so deutlich sagen. Wir sind eben stark für dezentrale, erneuerbare, kleine Lösungen. Das teilen wir dann eben nicht mit allen. Das versuchen wir anzubieten. Das ist in vielen Fällen erfolgreich, in vielen aber auch trifft es auf große Hindernisse. Ich glaube, das Potenzial für Erneuerbare ist eben riesig, wenn man sich Hydro anschaut, Solar, Geothermie. Aber noch viel wichtiger ist es eben, dass nicht der Eindruck entsteht, alles muss nur so werden wie bei uns und alles ist gut, denn wenn alle Ressourcen so verbrauchen würden und das, ich meine, vorhin wurde die Agenda 2030 genannt, das geht mir auch, ist zu wenig, dass wir auch mental sagen, das ist eigentlich eine gemeinsame Lernerfahrung und darauf müssen wir uns auch immer uns mental drauf einstellen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und da dem anderen oder anderen zusammen zu sagen, das ist unser gemeinsames Problem mit all den Schwierigkeiten und da sehe ich mental noch große Probleme auch bei uns. Dass das viele noch nicht verinnerlicht haben. Also Staccato. Optionen geht, egal welcher Art auch immer, muss die Leitlinie eben die Pariser Erklärung und auch die SDGs sein. Und da merken wir ganz klar, dass im Kompakt noch ganz viel nachgearbeitet werden muss. Dieses Kapitel fällt völlig. PPP, ich wollte vorher nicht den Eindruck erwecken, dass es grundsätzlich keine sinnvollen PPPs gibt, aber die müssen an knallharten Kriterien ausgerichtet sein. Barbara, du hast ja einige genannt, also das ist auch richtig. Und die Frage, wie den PPPs zur
Entwicklung hier in Deutschland beigetragen habe. Das mag ja sein, dass da irgendwelche Straßen mit PPPs gebaut worden sind, aber die zentralen Funktionen wie Wasserversorgung, Stromversorgung, Straßen, Krankenversicherung und so weiter, Bildung, das war alles nicht PPP. Und es hätte auch niemals funktioniert, wenn Sie jetzt sagen, wir definieren PPP als Berufsausbildungsprogramm mit irgendeinem Siemens und so weiter, dann bitte sehr, nur in diesem Bereich macht kein Unternehmen Gewinn. Ja, also PPP, das gewinnfrei ist, unterstützen wir sofort, werden wir aber nicht hinbekommen. Wettbewerbsfähigkeit und die Frage, inwieweit wir tatsächlich ganz schnell vor Ort aktiv werden können. Also Minister Müller hat es ja immer gesagt, wir bauen Wertschöpfungsketten auf. Ich sehe die bloß leider nicht. Aber ein ganz einfaches Beispiel, Kaffee könnten wir doch sofort ändern. Eine Gesetzesänderung könnten wir das erreichen. Wir sagen zum Beispiel, Rohkaffee nach Europa steuerfrei und gerösteter Kaffee, das wäre das Revolutionäre, auch steuerfrei. Und schon hätten wir die Möglichkeit, ein Stück Wertschöpfungskette zu bauen. Wenn ich mir da die EPAS anschaue, dann haben wir auch hier einen, und da muss ich Ihnen ganz... European Partnership Agreement, we talked a lot about today, about EPA. Ja, ja, ja. Gut, jeder weiß das, glaube ich. Also diese Partnerschaftsagreements, da ist ja auch ein Bestandteil des Vertrages, dass Rohstoffe aus Afrika nach Europa steuerfrei exportiert werden müssen. Die Afrikaner dürfen keine Exportsteuern drauflegen. Warum? Weil wir Europäer das steuerfrei billig haben wollen, die Rohstoffe. Also Ihre Ideologie, das ist ja völlig günstig. Ja? Und ich denke, das ist etwas, was auch die Politik weiß, wie schädlich so ein Steuerverbot ist für die Länder. Darum haben wir ja auch im Vertrag drinstehen, die Afrika ECOWAS bekommt 6 Milliarden im Laufe von 5 Jahren, damit dieses Defizit ausgeglichen wird. Wir wissen also, wir schädigen afrikanische Länder und sie wissen, wie schnell 5 Jahre vorbei sind. Ja? Also das hilft diesen Ländern nicht. Und das ist auch etwas, wo ich denke, das kann eigentlich nicht gut gehen. Wir könnten sehr viel mehr tun, ohne wirklich eine Revolution auszulösen. Danke. Das ist wichtig. Ich möchte es auch noch mal aufgreifen. Wenn wir über die Ressourcen für die Entwicklung sprechen, entsprechend den Bedürfnissen und die Rolle der Privatwirtschaft ist ein wichtiger Punkt, der auch auf der G20-Ebene angegangen werden müsste. Globale Regeln. Die G20 sprechen oft über Bankregeln, Regeln für die digitale Wirtschaft. Die haben eine große Auswirkung auf die Wirtschaft. Aber diese Diskussionen laufen nicht. Was wir gesehen haben, auch während der Finanzkrise, wenn man Probleme mit denen umgeht aus dem Norden mit globalen Regeln, dann schafft das Nachteile für den Süden. Gestern ist auch darauf eingegangen worden, auf die Bedingungen, die Regeln, die entwickelt wurden während der Finanzkrise, die haben Nachteile gebracht für die Banken und die Finanzsysteme in Afrika. Das Gleiche gilt für globale Handelsregeln. Die Doha-Runde. Ich komme aus einem Land, das einzige Land des Kontinents ist, das die EPA umgesetzt hat. Es gibt also Probleme, die afrikanische Länder beschränken. Und wir geben Hilfe, um das Ganze etwas zu reduzieren. Das sind eigentlich genau die Dinge, die die in die entwickelten Länder sehr ernst nehmen müssen. Illegale Finanzströme,
Die Steuervermeidung ist eine zentrale Frage in dieser Debatte. Wir haben viel mehr Geldwäsche gesehen aus diesem Grund. Und wenn wir Afrika wirklich helfen wollen, müssen wir uns auch diese übergeordnete Struktur anschauen. Mein letzter Punkt, regionale Wertschöpfungsketten sind sehr wichtig. Und in der SADC-Region diskutieren wir über das Rollout eines Industrialisierungsplans. Sie haben über die Abstände zu den Märkten gesprochen. Wir brauchen regionale Märkte. Manchmal vergessen wir in der politischen Ökonomie einige Sachen. Ich habe gehört von einem Land, den Namen will ich hier nicht erwähnen, wo es darum ging, Cashewnüsse weiter zu verarbeiten. Und dann wurde sofort von Senegalesen gesagt, es gibt viele Mittelmänner, die dagegen sind aus dem Senegal. Und die sagen, auch diese Dinge muss man mit berücksichtigen. Erstmal allen hier auf dem Podium. Ich denke, es war nochmal eine schöne Schlussdebatte. Ich bin extrem dankbar auch für die letzten beiden Statements, dass wir über alles nachdenken müssen. Ich habe gestern Abend gesagt, Do No Harm als Strategie wäre auch schon mal ein guter Anfang für einen Compact mit Afrika. Ich wiederhole das hier, Sie beide haben das nochmal bestätigt. Da gäbe es noch viele andere Themen, was alles zu diesem Do No Harm gehört. Ich möchte jetzt nochmal allen ganz besonders danken, die zum Gelingen dieser Tagung beigetragen haben. Ich selbst fand sie ungeheuer informativ und wertvoll. Ich glaube, wir haben auch im Vorfeld des großen Afrika-Gipfels in Deutschland nicht nur mit der Veranstaltung, sondern auch mit den vielen Informationen, die Sie auf unserer Website lesen können, wirklich beigetragen, dazu überhaupt zu verstehen, um was es eigentlich in diesem Afrika-Jahr geht. Wie viele Pläne sind in der Luft? Wer diskutiert mit wem was? Wie beurteilen wir die vom Prozeduralen her? Wie kommen diese Pläne zustande? Aber auch, was steht in diesen Plänen? Ich glaube, da haben wir einiges leisten können. Und Sie können auch vieles nachlesen, wie gesagt, auf unserer Website. G20 im Fokus, aber auch die Afrika-Website unseres Afrika-Teams. Ich möchte, um da anzuknüpfen, unserem Afrika-Team ganz, ganz großen Dank aussprechen. Ihr habt da eine tolle Tagung organisiert. Wenn wir international sprechen, geht es auch um Sprache. Und da haben wir wunderbare Übersetzerinnen und Übersetzer, die uns dabei geholfen haben. Auch Ihnen ganz, ganz großen Dank. Ihnen, liebes Publikum, herzlichen Dank für Ihre Geduld, für Ihr Mitmachen, für Ihre Anregungen, und ich möchte jetzt einfach sagen, Sie werden jetzt noch ein bisschen belohnt. Draußen gibt es noch mal was zu trinken, zu essen, keine Ahnung. Auf jeden Fall können Sie noch mal auch den Raum nutzen, sich informell auszutauschen, noch Fragen zu stellen, wenn es noch welche gibt. Ich möchte einfach Ihnen allen einen schönen Nachmittag wünschen. Verdauen Sie die Nahrung, die Sie hier gekriegt haben, also die für den Kopf. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.